Motoröl absaugen oder besser ablassen? Das Ergebnis wird euch sicher überraschen. Ja, hallo und servus. Bei diesem BMW 6-Zylinder sauge ich das Öl ab und kontrolliere nachher, ob und wenn ja, wie viel Öl in der Wanne verblieben ist. Dazu gehe ich mit dieser Ölabsaugpumpe in das Ölmessrohr und pumpe manuell den Unterdruck auf. Den Link zur Pumpe gebe ich in die Kommentare. Nach ca. 6 Litern schlürft die Pumpe nur mehr Luft an und jetzt die Frage, die sich jeder stellt: Wäre beim Ablassen über die Schraube mehr rausgekommen? Hier sind ca. 80 Milliliter übrig geblieben, das sind ein bisschen mehr als 1% der Füllmenge, meiner Meinung nach zwar kein Universalersatz, aber auf jeden Fall eine Alternative, je nach Motor und Anwendungsfall. Was meint ihr? Würdet ihr absaugen oder bleibt ihr beim klassischen Ablassen? Seid ihr auch interessiert an Pflege und Reparaturen am eigenen Kfz? Dann abonniert für weitere Videos.